Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Wer ist sein Sohn? Ich, du, wir, der eine. Voller Liebe. Und ich kann mich jetzt entscheiden, alles in Liebe zu sehen. Weil da nur Liebe ist. Da ist alles voll Liebe. Der Vater spricht mir beständig davon. Gott ist mein Vater und er liebt seinen Sohn. Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Da ist nur Liebe. Guck doch, da ist nur Liebe. Alles, was ich als Angriff wahrnehme, ist meine Abwehr gegen mich selbst. Der Krieg gegen mich selbst. Ne? Heutige Lesung, Textbuch, Kapitel 23. Heute angefangen. Ich schade mir mit meiner Nichtliebe. Immer nur selbst. Also, uns ist der Heilige Geist gegeben, damit wir den Ruf des Vaters hören. Dieser sanfte Ruf zu erwachen. Und wir hören es. Aber ich entscheide, ne, ob ich hören will oder nicht. Und das ist eben mein Dilemma. Das ist mein Problem, dass ich die Wahl habe. Möge ich mich darüber erheben und mich nur für Gott ausrichten, indem es keine Wahl mehr gibt. Damit ich mich eben nicht mehr im gespaltenen Geist herumwälze. Ne? In diesem Graben von Sünde und Schuld. Dunkelheit. Dann wieder ein bisschen Licht und so weiter. Haben wir ja alles schon gehört. Dann ist da wieder ein bisschen Liebe, ein bisschen Freude. Naja, und dann geht es plötzlich wieder voll ab. Das will ich nicht mehr. Ich will die Ruhe in meinem Geist. Also möge ich zurücktreten. Und ich sage immer wieder, noch viel weiter zurücktreten. Noch weiter. Und immer noch weiter. Da ist so viel mehr möglich. Gott ist nur Liebe und du bist es auch. Gott liebt dich und du liebst ihn. Weil da nur Liebe ist, weil gar nichts anderes gibt, weil es nichts anderes gibt. Gott sei Dank, da ist nur Liebe. Wir dürfen wirklich in dieser Liebe einfach sein. Und das zu sein.
Ich will doch keinen Krieg gegen mich selbst führen, sondern mich in der Liebe des Vaters erfahren. Die völlige Umkehr. Und das auch zu erfahren, das auch zu wollen. Gottes Wille geschehe. Und er wird geschehen. Es ist nur diese eine Entscheidung, die ich treffen muss. Für Gott und somit immer für mich selbst und für meine Welt. Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Du bist sein Sohn, du liebst den Vater. Und somit einen jeden, weil jeder Teil Gottes ist. Hat sich nie geändert und wird sich nie verändern. Da kann ich noch so rumstrampeln und hampeln. Nützt mir nichts, wenn ich Abwehr hochfahre. Ich schade mir nur selber. Und da eben nicht mehr die Ebenen zu verwechseln. Das ist ja genau mein Lernen. Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Vater, ich muss deine Liebe zu mir erwidern. Denn geben und empfangen sind dasselbe. Gott liebt dich und du liebst ihn. Es ist eins, eine Liebe. Ein Geist. Und wir sind eins darin. Höhere geistige Ebene. Da ist mein Zuhause. Raus aus diesem Graben. Ne? Vater, und deine ganze Liebe hast du mir gegeben. Hab ich sie auch gegeben? Ich nicht. Ich habe nicht alles gegeben und ich will mich aber dafür nicht schuldig fühlen, sondern ich lerne jetzt, alles zu geben, was es heißt, alles zu geben. Ich habe gar keine Ahnung, was das heißt, alles zu geben, weil die Angst mich ja immer noch versteckt gehalten hat, mich immer noch ausgebremst hat, mir immer noch Kontrolle beschert hat. Und dann lasse ich nicht komplett los, dann will ich das ja alles steuern. Deine ganze Liebe hast du mir gegeben, damit ich endlich erwache und vertraue, loslasse, mich befreie, mich erfahre in diesem Einssein, in dieser unendlichen, ewigen Ausdehnung seiner Liebe. Diesem mächtigen Licht, du erinnerst dich. Diesem tiefen Frieden. Dieser Ruhe und Stille. Tritt zurück und du erfährst es. Du erfährst dich mehr und mehr in dieser Ruhe und Stille. Und dann wirst du keinen Feind mehr sehen. Willst du noch einen Feind sehen? Nein, dann habe ich noch was zu erlösen, noch was zu berichtigen.
dann will ich verurteilen. Wo bin ich dann? Nicht mit Gott. Dann will ich noch was. Dann will ich den Film, meinen eigenen Film, das, was ich da im Außen sehe, noch verantwortlich machen. Für mein Dilemma. Das ist aber mein Film. Ich bin verantwortlich. Ja, und da endlich die Verantwortung zu übernehmen. Und dann nicht mehr rumzukrollen. Und auch nicht heimlich. Oh, die Liebe lässt uns so entspannen. Ich muss deine Liebe erwidern, denn ich will sie in völligem Gewahrsein, als die meine haben. Ich will sie haben. Ich will doch geliebt werden. Ich will doch geliebt sein. Was macht es sonst für einen Sinn? Ich will doch die Liebe des Vaters und ich will sie doch genauso zurückgeben. Also will ich mich dafür öffnen. Hey, Vater, ja, ich bin bereit. Hier bin ich. Erfülle du mich mit deiner Liebe, damit ich sie geben kann. Ein ständig, beständiger Fluss. Die Liebe fließt beständig durch mich. Dafür offen zu sein. Kanal für Gott. Nur da. Fahr deine Antenne aus. Die Anbindung ist da. Und du kommst in deine wahre Größe. Du erhebst dich über deine eigene Welt. Und das zu nutzen, für dich, für deinen Frieden. Liebe ist der Weg. Und da ist nur Liebe. Ich muss deine Liebe erwidern, denn ich will sie in völligem Gewahrsein, als die meine haben. Will, dass sie hell erstrahlt in meinem Geist. Ja, ich will. Ich will, dass Licht werde. Die Liebe bringt mich zum Leuchten, lässt mich dich erkennen als meine Liebe. Die Lichtfunken, die sich zum großen Strahlen vereinen. Das ist unser Erhöhen, Erheben, Erhellen. Wir vereinigen uns zum großen Strahl, das Einssein. Dass sie hell erstrahlt in meinem Geist und ihn in ihrem gütigen Licht bewahrt. Unversehrt, geliebt, mit der Angst hinter sich und nur dem Frieden vor sich. Wie still der Weg ist, den entlang dein liebender Sohn zu dir geführt wird. Wir gehen einen stillen Weg. Einen gütigen Weg.
einen liebevollen Weg. Oder wir finden diese Stille jetzt. Genau hier und jetzt. Der Weg ist frei. In Frieden folgen wir ihm jetzt gemeinsam. Du hast mir deine Hand gereicht. Und ich werde dich nie verlassen. Hörst du? Ich werde dich nie verlassen. Weil das auch überhaupt nicht, aber auch gar nicht möglich ist, weil wir eines Geistes sind. Eine Liebe. Wir sind eins und nur dieses Einssein suchen wir, während wir diese wenigen letzten Schritte noch vollbringen, die eine Reise beenden, die nicht begonnen wurde. Weil das, was ich meine, was geschehen ist, nur ein Traum ist und keine, aber auch gar keine Bedeutung hat. Weil ich das hier nicht bin. Mächtiger reiner Geist, der ich bin. Und ich sind wir. Und das zu sein. Gott ist einfaches Sein. Einfach nur Liebe. Einfach nur Frieden. Ganz natürlich. Und das lernen wir. Oder wir erinnern uns wieder, dass das so natürlich gegeben ist. Und scheinbar muss ich mich im Moment des Haderns wahrnehmen und das aufzugeben. Und mich vollständig Gott hinzugeben, um seinen Willen zu tun. Also zu lieben. Und mich lieben zu lassen, so wie Gott will. Über Zeit und Raum, über diesen Körper, über all das hier. Über diese Welt. Ich bin Mitschöpfer des gesamten Universums. Ich erhebe mich so mächtig. Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn.
Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Ich bin sein Sohn und ich liebe den Vater. Ich liebe Gott. Ich liebe den Bruder. Weil das alles ich bin, das eine wahre Selbst, meine wahre Identität, erinnere dich. Und da ist nichts Besonderes dran, sondern es ist so natürlich gegeben. Da ist einfach nur Liebe. Also liebe und lass dich lieben. Und deshalb bitte ich dich jetzt wieder, Gottes Wort zu sprechen, zu verkünden. Langsam, es will gehört werden, es will wirken. Lass dir Zeit, gib dir die Zeit, um still damit zu sein. Bin immer so schnell, geh immer so schnell hinweg. Tritt zurück und lass die Ruhe und Stille durch dich wirken, auch mit diesen Worten. Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Vater, ich muss deine Liebe zu mir erwidern, denn geben und empfangen sind dasselbe. Und deine ganze Liebe hast du mir gegeben. Ich muss sie erwidern, denn ich will sie im völligen Gewahrsein, als die meine haben, will, dass sie hell erstrahlend in meinem Geist und ihn in ihrem gütigen Licht bewahren, unversehrt, geliebt, mit der Angst hinter sich, und nur dem Frieden vor sich. Wie still der Weg ist, dem entlang dein liebender Sohn zu dir geführt wird. Bruder, wir finden diese Stille jetzt. Der Weg ist frei. In Frieden folgen wir ihm jetzt gemeinsam. Du hast mir deine Hand gereicht und ich werde dich nie verlassen. Wir sind eins und nur dieses Einssein suchen wir, während wir diese wenigen letzten Schritte noch vollbringen. Die eine Reise beenden, die nicht begonnen wurde. Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Amen.
Gott ist mein Vater. Und sein Sohn liebt ihn. Vater, ich muss deine Liebe zu mir erwidern. Denn geben und empfangen sind dasselbe. Und deine ganze Liebe hast du mir gegeben. Ich will sie erwidern. Denn ich will sie im völligen Gewahrsein, als die meine haben, möchte, dass sie heller strahlt in meinem Herzen, in meinem Geist und in ihrem gütigen Licht bewahrt, unversehrt, geliebt mit der Angst hinter sich und nur den Frieden vor sich. Wie still und liebevoll ist der Weg, den entlang dein liebender Sohn zu dir geführt wird. Stille ist jetzt. Der Weg ist frei. Die Ketten sind gelöst. Die Gefängnistür ist offen. Lass mich selbst nicht in der Gefangenschaft halten. Meine Ketten sind gelöst, ich bin frei, die Tür steht offen. Lass mich noch eine Weile diese letzten Schritte vollbringen, die eine Reise beenden, die nie begonnen wurde. Du hast mir deine Hand gereicht und ich werde dich nie verlassen. Und nur dieses Einssein, diese Liebe zu dir suchen wir jetzt in alle Ewigkeit. Amen. Gott, du bist mein Vater. Und ich will der glückliche Schüler sein, dein geliebter Sohn.
Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Vater, ich muss deine Liebe zu mir erwidern, denn geben und empfangen sind dasselbe. Und deine ganze Liebe hast du mir gegeben. Ich muss sie erwidern, denn ich will sie in völligem Gewahrsein, als die meine haben. Will, dass sie hell erstrahlt in meinem Geist und ihn in ihrem gütigen Licht bewahrt. Unversehrt, geliebt, mit der Angst hinter sich und nur dem Frieden vor sich. Wie still der Weg ist, den entlang dein liebender Sohn zu dir geführt wird. Bruder, wir finden diese Stille jetzt. Der Weg ist frei. In Frieden folgen wir ihm jetzt gemeinsam. Du hast mir deine Hand gereicht. Und ich werde dich nie verlassen, nie vergessen. Wir sind eins und nur dieses Einssein suchen wir, während wir diese wenigen letzten Schritte noch vollbringen, die eine Reise beenden, die nicht begonnen wurde. Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn. Amen. Meine Liebe, geh den Weg der Liebe und Dankbarkeit mit mir, mit einem jeden. Das Himmelreich ist unser. Meine ewige Liebe, wir sehen uns schon gleich wieder. Sowieso immer gleich wieder, ne? Bis gleich. Im Lichte der Wahrheit und der Liebe.